Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Diana, auch bekannt als SpaceyGirl76, und ich darf euch heute wieder ein buntes Potpourri aus dem Hause Kalea Nagelfolien zeigen. Ich habe super schöne Designs für euch hier am Start, die ich euch gerne mal ein bisschen näher zeigen möchte, und ich habe natürlich ein paar DIY-Hacks für euch, wie ihr noch mehr aus diesen Folien rausholen könnt, wie ihr kombinieren könnt, wie ihr sie ein bisschen pimpen könnt mit Glitzer oder Chromstiften. Und last but not least, für meine treuen Abonnenten habe ich eine kleine Verlosung am Start. Das alles nach einem kurzen Intro, dann legen wir los. Und da sind wir schon im Shop von Kalea Nagelfolien. Es hat sich einiges getan, sowohl im Aufbau der Seiten als auch bei den Folien selbst. Ganz neu mit dabei sind sogenannte Premium 20er. Die habe ich selber auch schon verarbeitet. Die haben eine etwas andere Größe als die Standard 16er. Sind super, super schön zu verarbeiten. Das ist aber gar nicht der eigentliche Punkt, auf den ich heute gucken möchte, sondern wir gucken wieder in die Eigendesigns. Wer sich an mein erstes Video erinnern kann, da habe ich ganz viele tolle Ombre-Designs vorgestellt, und heute gucken wir einfach mal, was es Neues im Shop gibt. Unter anderem nämlich die tollen Palmwedel. Ich habe sie hier in zwei verschiedenen Farben vorliegen. Einmal im Bäreton und einmal im Blauton. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine super geniale Idee, nämlich für all diejenigen, die Schwierigkeiten damit haben zu sagen, ich weiß nicht, wie ich was kombinieren soll, ich weiß immer nicht, was zusammenpasst, habt ihr hier eine ganz tolle Möglichkeit zu kombinieren, egal ob jetzt in Blau, in Beere oder sogar in Grün. Das ist auch noch mal im Shop erhältlich. Hier braucht ihr also nicht lange überlegen. Die Palmwedel sind auf weißem Untergrund, heißt, hier könnt ihr nichts verkehrt machen. Die sind also deckend gearbeitet und die finde ich super schön. Für all diejenigen, die also jetzt sozusagen sonst im Urlaub gewesen wären, vielleicht ist das so ein kleiner Ausgleich dazu. Holt euch einfach das Sommerfeeling, die Karibik, auf eure Nägel. Wem das jetzt zu sommerlich ist, der guckt einfach mal auf dieses Design hier. Ich zeige es mal im Shop. Das sind die Blue Garden. Und Blue Garden zeichnet sich aus durch ein ganz zartes, filigranes Design. Ihr habt hier ganz zauberhaft süße Blätter, die sich ja wie kleine Ranken sozusagen umeinander drehen und dann mit kleinen Silberakzenten abgesetzt sind. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen in der Kamera. Und da kommt schon mein erster Kombinationstipp für euch, denn das ist etwas, wonach ich ganz oft gefragt werde, beziehungsweise was ganz häufig zu Problemen bei Anwendern führt, dass sie nicht wissen, wie sie kombinieren können. Kombi-Tipp Nummer 1 ist der Ombreton Hell Lila. Dieses Hell Lila findet ihr nämlich auch in den Blättern drin und schon habt ihr einen super Kombipartner. Das heißt, hier würde ich voll mit der Ombre Hell Lila arbeiten und dann als Akzent zum Beispiel zwei Nägel vom Blue Garden. Eine andere Möglichkeit, und diese Folien findet ihr auch neuerdings im Shop, sind solche Unitöne. Auch die sind super genial, wenn es darum geht, sie mit solchen Akzenten beispielsweise zu kombinieren. Und was habe ich hier für Folien? Das hier ist im Shop Taubenblau, das hier ist Hellblau und das hier ist der Petrolton. Alle drei Töne eignen sich hervorragend, um sie mit der Blue Garden zu kombinieren. Da braucht ihr also nicht groß drüber nachdenken, könnt einfach loskleben, habt entweder super schöne Akzente. Wer es verspielt mag, klebt das als Volldesign und akzentuiert dann mit einem unifarbenen Nagel. Und wer es nicht ganz so bunt auf den Nägeln mag, macht es halt genau andersrum, mit den unifarbenen kleben und dann mit der Blue Garden kombinieren als Akzentnagel.
Das nächste Design, was ich euch zeigen möchte, sind die Golden Angel. Und Golden Angel hat eine Besonderheit, nämlich es sind sogenannte Overlay-Folien. Das heißt, sie sind im Grunde genommen transparent gearbeitet. Und wenn wir uns die mal anschauen, das sind Goldakzente, die mit Schwarz abgesetzt sind. Heißt, ihr könnt sie sowohl auf hellen als auch auf dunklen Folien super kleben. Was ich schön finde, ist, dass sich das Muster an sich nicht komplett wiederholt, sondern sich von Finger zu Finger verändert und auf den kleineren Fingern auch tatsächlich kleiner wird, damit das Ganze auf den zarteren Fingern nicht so überladen wirkt. Finde ich eine wirklich schöne Idee. Und wenn wir schon bei den Overlays sind, dann möchte ich euch auch die beiden ans Herz legen. Das sind die sogenannten Smile Silver bzw. Smile Gold. Und hier habt ihr eine super schön gestaltete Smile-Linie. Die kommt auf jeder Nagelfolie super schön zur Geltung. Die könnt ihr aber auch problemlos auf eurem Lieblingslack tragen. Ich stehe ja im Moment total auf Petrol. Ich kann euch da beispielsweise den Essie ans Herz legen. Go Overboard. Eine richtig schöne Petrolfarbe. Und die beispielsweise kombiniert mit Silber ergibt eine ganz klasse Kombi. Und damit kommen wir dann zu drei weiteren super schönen Overlay-Folien. Fangen wir an mit der Favorite. Favorite sind kleine, zarte Linien, die sich so aneinander schlängeln. Und das Besondere ist, dass sie oben und unten unterschiedlich gestaltet sind. Und das macht im Grunde genommen den Reiz dieser Folie aus. Denn je nachdem, ob ihr sie mit dieser Seite an euren Nagelansatz klebt oder mit dieser Seite an euren Nagelansatz geht, habt ihr ein komplett anderes Erscheinungsbild. Und auch hier ist es so, dass die Streifen unterschiedlich stark gehalten wurden bzw. sich im Muster auch nicht komplett wiederholen, sondern sich hier abwechseln und das bringt richtig Pfiff auf eure Nägel. Wer es ein bisschen geordneter haben möchte, denn das sind die sogenannten Loonies und Loonies, ich versuche das mal ein bisschen näher an die Kamera zu holen, hat nicht nur kleine zarte schwarze Streifen, die im Grunde genommen wirken, als wären sie mit so einer Art Spider-Gel auf die Fingernägel gezogen, sondern da vereinen sich auch noch kleine weiße Pünktchen mit zarten Silberakzenten. Und auch das kommt auf jeder Fingernagelfarbe, auf jeder Unifolie oder auch auf Ombrefolien ganz, ganz toll zur Geltung. So, und dann habe ich hier noch die Princess Silver für euch. Princess Silver zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Overlay-Folie ist, die im Grunde genommen einen silbernen Ombre-Verlauf auf euren Nägeln imitiert. Und auch das ist eine tolle Ergänzung zu jeder Nagellackfarbe oder zu jeder unifarbenen Folie, die ihr hier im Shop findet. So, und dann kommen wir hier schon zu den Glamorous Waves. Und die Glamorous Waves, die habe ich selber geklebt. Die muss ich euch nachher nochmal im Detail zeigen. Da gibt es dann auch einen entsprechenden DIY-Hack zu. Denn die sind einfach nur zauberhaft. Also die könnt ihr in zwei verschiedenen Richtungen kleben. Die gibt es in vier verschiedenen Farbkombinationen, nämlich in Silber, Gold, Gold mit Roséglitter und Silber mit Hologlitter drin. Leider fischt die Kamera dieses Hologlitzern immer so ein bisschen raus, was ich total schade finde. Man kann das hier also wirklich teilweise schwer abbilden, wie toll die glitzern. Aber ich darf euch wirklich versprechen, es sieht traumhaft aus. Hier, wie gesagt, nachher mal zwei Klebebeispiele, wie unterschiedlich doch dann eure Nageldesigns wirken können, je nachdem, in welche Richtung ihr die aufklebt. Und damit kommen wir dann schon zum letzten Design, was ich euch zeigen möchte, nämlich einmal die Goldie. Das sind diese hier. Das Pendant dazu nennt sich Silver and Lines. Und ganz ehrlich, das ist der Oberknaller. Also normalerweise müsstet ihr euch hinsetzen, müsstet euch so einen Klebstoff auf die Nägel zaubern, müsstet dann solche Goldflakes oder Silberflakes nehmen, die gibt es in so Art Blattgold. Das ist mega filigran, es ist eine mega Puzzlearbeit, sowas auf die Nägel zu bringen. Und hier braucht ihr wirklich nur die Nagelfolie nehmen,
auf die Nägel kleben und schon, ja, ist das Design perfekt. Da braucht ihr gar nicht mehr großartig was dran rumschnippeln. Schön ist auch, dass dieses Overlay wieder übergängig gestaltet wurde. Das heißt also auch Mädels mit längeren Nägeln haben hier eine tolle Möglichkeit, diese Overlays für ihre Nägel zu nutzen. So, und um euch den ersten kleinen Hack zu zeigen, habe ich hier mal zwei Stäbchen vorbereitet, solche Präsentationstipps. Die kann ich euch übrigens wärmstens ans Herz legen. So sehen sie eigentlich aus. Die findet ihr bei eBay, die findet ihr bei Amazon. Ihr könnt nämlich dann immer mit den Folien, die euch sowieso nicht passen, also bei mir sind das meistens so die kleineren Größen, könnt ihr super im Vorfeld ausprobieren, wie ein Design aussieht, ob vielleicht die Folien semi-transparent sind, wie sie sich kleben lassen und so weiter, denn das macht immer ganz, ganz viel aus. Es ist so schade, wenn man erstmal was auf dem Nagel hat, was dann hinterher im Grunde genommen vielleicht nicht den Erwartungen entspricht oder wo man sagt, Mensch, hätte ich mal vielleicht den Nagel doch anders vorbereitet. Ich möchte euch hier zeigen, wie diese Folien normalerweise geklebt werden und wie ich das in meinem Tragebeispiel gemacht habe. Denn bei mir sahen die Folien ja so aus auf meinem Instagram-Account und viele haben sich gewundert, warum das so ist, denn diejenigen hatten einfach die Folien gekauft und ganz normal aufgeklebt. Heißt, wenn ihr dieses Design beispielsweise auf einen Ombreverlauf draufklebt, ganz normal, so wie sie quasi aus der Packung kommen, dann sieht das so aus. Der Beginn der Waves ist dort, wo der Übergang der entsprechenden Ombrefarben ist. Ja, ich denke mal, hier kann man das gut erkennen. Hier haben wir jetzt diesen eigentlichen Übergang der Ombrefolien und dort beginnt auch die Wavelinie vom Overlay. Jetzt drehen wir die Overlay-Folie einfach mal um. Auch wieder Schutzfolie entfernen. Dann einmal vom Trägerpapier lösen. Jetzt fasse ich sie hinten an, denn das Stückchen hier hinten interessiert quasi nicht, das landet nicht auf dem Finger, sondern hier arbeiten wir jetzt. Das Ganze schneide ich dann entsprechend in Form. Das könnt ihr auch schon machen, noch während sozusagen die Folie auf dem Träger ist, dann fällt es einigen leichter. Und wer zum Beispiel nicht ganz rund schneiden kann und sich das nicht zutraut mit einer Nagelschere, versucht es mal mit einem Nagelknipser. Geht auch wunderbar. So, und jetzt klebe ich das Ganze hier auf die Ombrefolie und ihr habt ja gesehen, es war ganz genau die gleiche Ombrefolie, die ich hier genommen habe. Bei den Plastiktipps, da spare ich mir immer das Abfeilen, weil ich will ja grundsätzlich nur sozusagen die Wirkung sehen. So, und jetzt haben wir hier beide Ergebnisse. Und ihr seht schon, die Wirkung an sich ist eine komplett andere. Ja, während hier dieser, ja, ich sag mal, der Ombre-Verlauf unterbrochen wird durch die Waves, wird er hier so richtig schön mitgenommen. Ich hole das nochmal ein bisschen dichter an die Kamera ran. So, ich denke mal, so kann man das wirklich ganz gut erkennen, ne? Also hier traut euch ruhig ran, spielt mit diesen Folien, klebt sie einfach mal verkehrt rum und schon habt ihr einen ganz anderen Charakter und ihr seht ja hier, wie diese Ombre-Verläufe dadurch ganz, ganz unterschiedlich zur Geltung kommen. Die nächsten Folien, auf die ich angesprochen wurde, das sind diese hier. Laser Night, ein dunkles Blau mit ganz zarten Roségoldlinien und die sind je nach Nagelfoliengröße auch unterschiedlich gesetzt. Also mal habt ihr nur eine drauf, mal habt ihr zwei drauf oder so wie hier drei drauf. Und auch damit lässt sich super schön spielen. Und ihr könnt ja schon sehen, wie easy die sich verarbeiten lassen. Also das ist wirklich eine tolle Qualität.
Diese beiden sind jetzt vorbereitet. Was habe ich dort gemacht? Ich habe mal wieder meine berühmt-berüchtigte Abklebemethode genutzt. Ich nutze ja hier immer das Tesa-Malerband. Das ist das Sensitiv, denn das ist besonders anschmiegsam. Und damit habe ich einfach hier entlang dieser roséfarbenen Linien das Ganze abgeklebt. Ihr könnt dazu auch ein Washi-Tape nehmen. Washi-Tape ist genauso schön anschmiegsam. Ich habe das dann immer so geklebt, dass ich wirklich gerade so auf diese silberne Linie quasi drauf kam. Und beim Malerband sensitiv könnt ihr das nämlich sogar richtig gut sehen, wo ihr arbeitet. Deswegen bevorzuge ich das wirklich. Bei den meisten Washi-Tapes habt ihr ja ein, ja, so ein Muster meistens drauf. Das ist immer ein bisschen hinderlich. So, und was habe ich dann gemacht? Ich habe nach dem Abkleben mir einen solchen Chromstift genommen. Dieser hier. HY04. Den hatte ich mir im Nail Art Shop gekauft. Die haben nur Nail Art Zubehör, also sowas wie Glitter und verschiedene Pigmente. Und diese Pigmentstifte, die gibt es einmal in dieser Form, also sprich wirklich als Stift. Und einmal gibt es die auch in reiner Pulverform. Dann habt ihr so ein kleines Fässchen und müsst mit einem Applikatorschwämmchen arbeiten. So, und ihr seht schon, hier hat sich ein bisschen was getan. Ich ziehe das jetzt vorsichtig ab. Und jetzt könnt ihr hier sehen, es ist ein richtig schöner, toller Effekt. So sah das bei mir auf den Nägeln aus. Und ich komme euch jetzt mal ein bisschen entgegen, weil dann könnt ihr hier sehen, wie das hier von den Farben sich auch ein bisschen verändert, weil je nach Lichteinfall ist es mal pink, mal ist es eher so ein Rotgold. An der Stelle nochmal der Hinweis für euch, damit sich die Pigmente nicht, wie bei mir jetzt hier auf diesem Probenagel, komplett verteilen, sondern sauber sind, so wie in meinem Foto zu sehen, müsst ihr den Nagel hinterher nochmal abstauben. Dazu nehmt ihr einen großen weichen Pinsel, den habe ich jetzt hier in der Eile beim Drehen leider vergessen. Aber ja, das ist halt, ne, wenn man live dreht und spricht und sich auf alles gleichzeitig konzentrieren muss. Das war Variante Nummer 1, die ich mit dem Nagel gemacht habe. So, und für die Variante Nummer 2, die ich auf meinem Nagel getragen habe, habe ich ebenfalls genau an den Linien abgeklebt. Und dann müsst ihr relativ zügig arbeiten, denn ihr nehmt euch als erstes euren Topcoat, den ihr auftragt, und zwar nur hier über diese abgeklebten Bereiche. Und dann nehmt ihr euch einen Pinsel, taucht den in Flitter und geht hier entsprechend drüber. Keine Sorge, wenn ihr auf diesen Lack kommt, das ist nicht schlimm, das sieht man später nicht, denn wir gehen nochmal mit einer entsprechenden Lackschicht drüber. Auch wieder abziehen. Und das lasst ihr jetzt trocknen und versiegelt dann nochmal mit entsprechendem Lack. Wenn ihr schlau seid, dann nehmt ihr ein bisschen größeres Blatt als das, was ich jetzt hier genommen habe, so rum. Und ihr faltet euch das vorher einmal in der Mitte, denn dann kann man diesen Flitter, wenn sehr viel daneben gegangen ist, anschließend wieder in das Döschen zurücktun. Und achtet drauf, falls ihr kleine Kinder oder Hunde, Katzen, ähnliches habt, dass die euch nicht irgendwo aufs Bild latschen, auf den Schreibtisch oder wie auch immer, weil wenn sich dieser Flitter im Haus verteilt, dann habt ihr echt gewonnen. Der ist
super schön. Also dieses Strahlen, dieses Glitzer, das ist der Hammer. Die Kamera versucht das ja immer irgendwo ein Stück weit rauszurechnen, aber das ist der Oberknaller. Und so sieht das Ergebnis dann im Grunde genommen aus. Schon habt ihr die Folien komplett im Look verändert. Hier nochmal das Endergebnis auf meinem Foto. Und ich kann euch sagen, es wirkt, ne? Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die ihr damit zaubern könnt. Wem das zu aufwendig ist mit diesem losen Glitter, der kann auch einen Glitterlack nehmen. Der Congrats von Essie, der funktioniert super auf den Folien. Ich habe nämlich auch schon Glitterlacke gehabt, die hinterher dazu geführt haben, dass die Folie total blasig wurde. Sowas möchte man natürlich immer nicht haben. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, den einfach mal zu testen. Der geht super. Es wird im feuchten Zustand abgezogen. Und dann habt ihr nämlich eine ganz gerade Kante, die sich dann hier im Design sozusagen weiterführt. Und so werde ich das jetzt auch noch mit dem Mittelfinger machen. Und schon hat das Design wieder einen völlig anderen und eigenen Look. Und so sieht jetzt das fertige Endergebnis aus. Zum einen habe ich auch auf dem Daumen noch mal eine solche Linie abgeklebt. Durch das Versiegeln mit dem Topcoat, in dem Fall habe ich hier heute mal den Manhattan Topcoat genommen. Das ist so ein Sekunden-Topcoat. Den habe ich aufgetragen und dadurch sieht man die Übergänge nicht. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich mit dem Congrats einen Tropfen aufgetragen habe, direkt an der Übergangsstelle sozusagen, wo der Nagel anfängt zu wachsen, und habe dann das Ganze ausgeblendet mit einem solchen dünnen Pinsel. Das könnt ihr entweder mit dem Pinsel ausblenden oder aber, wenn ihr so einen Feinartpinsel nicht zu Hause habt, dann nehmt einfach eine Nadel und zieht diesen Glitzerlack ein wenig in die Mitte eures Fingernagels. Und wenn ihr das Ganze dann anschließend versiegelt, dann seht ihr auch hier keine Übergänge mehr und ihr habt einen wunderschönen Glitzer, ja, Regenbogen sozusagen auf eurem Finger. Hier auch nochmal mit der Abklebetechnik gearbeitet und natürlich nochmal den Glitzer auch auf dem kleinen Finger. So unterschiedlich kann das dann wirken auf den Fingern. Probiert euch einfach aus. Seid mutig, probiert mal was Neues. Testet, ob das mit Lacken geht, die ihr vielleicht sogar noch zu Hause habt aus der Zeit, wo ihr noch regelmäßig Nagellack verwendet habt. Spielt einfach ein bisschen rum, traut euch. Ich freue mich auf eure Endergebnisse. Verlinkt sie doch einfach mit @spacygirl76. Am besten entweder in der Kalea Facebook-Gruppe oder aber auf Instagram. Hier auch nochmal mein Instagram-Account, wo ihr mich finden könnt. Und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. So, und damit wären wir dann nämlich auch schon bei der Verlosung. Und ich habe zwei Pakete für euch vorbereitet. Das eine ist ein Silberpaket mit diesen wundervollen Schönheiten, alles Overlay-Folien, sodass ihr euch wirklich austoben könnt, ob auf Unifolien oder auf eurem Lieblingsnagellack. Paket Nummer 1 und Paket Nummer 2 ist ein Paket für die Goldfans. Ihr bekommt entweder das Silber- oder das Goldpaket. Was müsst ihr dafür tun? Nun, ich bedanke mich natürlich immer bei meinen treuen Zuschauern. Das heißt, like diesen Beitrag, abonniere meinen Kanal und dann kannst du unten einen Kommentar dalassen. Dieser heißt entweder Silber oder Gold und schon bist du im Lostopf. Wann die Verlosung genau beginnt und wann sie endet, das blende ich euch einmal hier oben ein. Und nach Ende der Verlosungszeit werde ich wieder per Zufallsgenerator zwei glückliche Gewinnerinnen auslosen, die ich dann entsprechend kontaktiere. Ja, und allen Teilnehmerinnen wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Es ist ein super schönes Paket, was ihr hier bekommen könnt.
Kurz, das Kleingedruckte, dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook, Instagram, YouTube oder sonstigen Social Media Plattformen. Und die hier gezeigten Folien wurden mit ganz, ganz lieben Dank an Yvonne von Kalea Nagelfolien zur Verfügung gestellt. Auch hier blende ich euch nochmal die Shop-Adresse ein. Und ja, jetzt wünsche ich euch natürlich an der Stelle viel Glück. Denkt ans Abonnieren des Kanals, lasst den Like da, euren Kommentar, ob Gold oder Silber. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch.